Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Guided Fate Paradox mit mir, eurem Master Uff. Und wie ihr seht, sind wir hier wieder in, zum Anfang zurückgekehrt, weil wir unser Exit genommen haben. Aber was wir Tolles machen können jetzt. Nein, ich will nicht Miss Minamos. Hier, wir können jetzt den Kampfsport oder Kampfkunst. Dungeon besuchen. Floors, Time, Claire, bring in Able Partner, joining. Ja, voll geil, oder? Das machen wir doch jetzt mal. Ja, lass es hier rein und schauen, wie das so läuft. So. Zum Materialarzt. Wow, was ist das? Ein Pinguin. Waren das schon damals Gegner? Weiß ich gar nicht. Ob wir das so schwache Gegner zu Anfang hatten. Aber okay. Wir werden ja sehen, wie weit wir kommen. In diesem tollen Dungeon. Die hatten wir auf jeden Fall, das weiß ich. Aber die auch. Oh, Pinguine? What the fuck? Naja. Wir sind ja selbst Level 1. Das erinnert mich ein bisschen an die Ahnenhöhle von Lufia. Vielleicht ist das ja sowas. Also, eigentlich Lufia 2, aber wir hatten ja nur das eine Lufia. Auf dem Super Nintendo, das damalige. Nun ja, und wir schauen uns mal hier also um. Oh ja, hier wird Futter sehr wichtig sein. Kampfpinguine und sonstiges. Okay. Und natürlich kriegt man hier, so hieß es zumindest, ganz besondere Items. Die es sonst nirgendwo gibt, also da freue ich mich doch schon. Wir werden hier bestimmt viel erreichen können. Ja, vor allem, wenn wir so stark sind. Also, weiter geht's. Ja, nächster Flur bitte. Oh. Okay, das ist die Zombie-Welt jetzt. Gibt's hier sonst nichts? Scheinbar nicht. Nun, dann gehen wir diesen Weg. Ja. Da wird uns vielleicht das Grauen. Nein, hier gibt's gar nichts. Was zum. Ja, es gibt. Wow, in der Zombie-Welt gibt's nur diese Gegner. Okay. Das war ja erbärmlich. Na ja, weiter. Das war nebenbei. Aha. Und. Ja, die werden also auch gemischt, die Gegner, aber am Anfang. Ey. Langsam nervt ihr. Na gut, wir haben sie auch gereinigt hier, diese komischen Leute. Dann können wir hier weitergehen. Jo. Oh, schau mal, da sind jetzt diese Flammviecher. Die hatten wir vorher nicht als Gegner hier, auf jeden Fall. Also die hatten wir. Okay, dann hier lang. War das Flammviecher nicht mal irgendwo? Oder ist das auch schon tot? Das ist natürlich auch schwach. Naja, das hatten wir zuerst in der Bücherei, oder? Als Gegner. Glaube ich. Wo ist denn hier unser Ausgang? What the fuck? Ah, hier geht's weiter. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Na gut. Ich fürchte, wir werden hier verhungern. Hier geht's weiter. Oh. Oder auch nicht. Weil ich einen Apfel gefunden habe. Ja. Damit können wir deutlich weiter marschieren. Nein, nein, wir essen erstmal noch hier. Und jetzt geht's weiter. Oh. Bisher klappt's danach ganz gut, aber die Gegner sind ja bisher auch absolut Kinderkacke. Ja, so sagt man das ja. Also ziemlich billig. Piece of cake. Ja, genau. So sagt man es im Englischen. Hier, oh, warte, hier ist ja was. Okay, wir haben auch schon Level 4 hier. Also. Ja, Liliel. Ich weiß schon, dass du voll abgehst und so. Nun gut. Was erwartet uns doch hier? Pinguine und. Ich erinnere mich wirklich nicht an die, aber sieht so süß aus. Oder? Oh Mensch. Und ja, Lilia fährt zufälligerweise ein passendes Gefährt. Ja. Oh, das sah gerade komisch aus. Jedenfalls. Weiter geht's hier. Mensch, ach, hier ist ein Dings hier.
Oh, ich kann schon nicht mehr. Drillhead. Ja, wir picken das auf und essen dafür... Was haben wir hier? Ein UFO. What the shit? Ah, ja. Auch das möchte ich. Chainsaw. Wow, Level. Ja. Und was ist das? 6-Inch Cursed Band. Ja. Dann essen wir das mal, ja. Wir essen jetzt alles hier, was wir natürlich liegen gelassen haben. So, und dann gehen wir weiter. Hier gibt es nämlich noch viel zu entdecken. Todesauto. Oh, das hatten wir mal, aber das brauche ich nicht. Müssen wir schauen. Es gibt hier also auch altes Zeugs. So. Turtle Eggs, ja, das nehmen wir auch auf. Hm. Das brauchen wir ja wohl nicht. Also muss man echt aufpassen hier. Gibt's auch voll viel Schrott. Na gut, liegt wohl daran, dass wir noch relativ... Oh, 3 von 50 gerade mal erreicht haben. Ja, hier gibt's viel zu tun. Ne, die will ich nicht haben. Warte, hier geht's sonst auch nicht weiter, oder? Ne, scheinbar nicht. Na gut, dann können wir jetzt zum Ausgang gehen. Wie viel gibt so ein Apfel? 50 Yen. Brauchen wir jetzt noch nicht. Oh ja, aber es geht auf jeden Fall flott voran, wenn man so keine Geschichte und so erleben muss. Erlebt. Wir gehen den Weg. Ist mir doch egal, ob dein Gegner ist. Diese Schwächlinge. Spiky Ball brauchen wir nicht. Caribbean Head? What the shit? Normal Meat? Na, das essen wir mal. Oder, also legen wir weg. Okay, einfach mal einen Gegner getötet, den ich nicht mehr gesehen habe. Restores, oh, eine Pille. Naja, würde ich gerne aufheben, aber... Dann müsst ihr wieder irgendwas weglegen. Was ist das? Okay. So, ja, wir könnten Hovercloud. Und essen den dann. So, jetzt sind wir sehr stark. Und das essen wir auch und dann können wir weiter. So. Sieht das aus wie eigentlich die Seewelt? Ja, oder? Hm. 2 Armblades und nur ein Firewand. Ah, ja. Und eine Kettensäge. Wow. Nehmen wir die. So. Also die Kettensäge sieht bestimmt godlike aus. Die werde ich auf jeden Fall anprobieren. Also das ist eigentlich die Unterwasserwelt, bloß jetzt hier mit Wegen. Ja, das essen wir. Wir brauchen hier auch Nahrung. Hatte ich nicht den Apfel gegessen? Ne, noch nicht, oder? Aber wir hören uns ja mit den ganzen Items andauernd unser EN, also das läuft sehr gut. Und wie ihr seht, powern wir uns auch ordentlich auf. Stone Status, hm. Ein langes Schwert, das können wir uns auch aufheben. Wir machen mal hier so. Und... Auch wenn Turtle Legs cool aussehen, machen wir die weg. Also alles, was Rang 1 hat, brauche ich nicht. What the shit? Countdown. Ja, geil. Wo ist hier der Ausgang gewesen? Ah, okay. Wir waren zum Glück weit genug weg. Wow, das hat mir ja schon Angst gemacht, aber... So, irgendwo muss ja hier der Ausgang gewesen sein. Oh, oder wir haben ihn noch nicht gesehen, weil wir nicht den Weg gegangen waren. Habt ihr ihn auch nicht gesehen gehabt? Tut mir leid. So. Aber wir können hier weiter. Ja, gehen wir weiter. Ha, das ist doch toll. Jetzt sind wir hier wieder in diesem Bereich. So. Dann gehen wir mal den Weg zuerst, oder? Bin gespannt,
Wann enden eigentlich diese schwachen Gegner? Wow, der sagt sogar was. Naja. Okay, außer es ist neu, dann will ich das doch irgendwie haben, oder? Nein, nein, nein. Brauchen wir nicht. Auch wenn es ein Dragon Claw ist, oder? Schauen wir nochmal die Werte an. Oh, nee. Brauchen wir nicht. Sehr gut. Dann gehen wir aber weiter. Denn da gab es diesmal auf jeden Fall nichts. Und gehen hier weiter. Hier war ein Gegner. Oder... Das können wir natürlich essen. Danke, Fallfalle. Ja, ihr Pinguine. Ihr solltet nicht euch nicht mit Gott anlegen. Oh, okay, die nehmen wir auf jeden Fall auf. Und nehmen das UFO weg. Auch wenn es irgendwie cool aussieht. Aber wir brauchen kein UFO. Ja, ich würde sagen... 5 IN. Noch ein Apfelkern. Okay. Schauen wir mal. Ne, hier ist nichts. So, wollte ich es haben. Wohl, ne, ich wollte es so haben. Naja, oh. Dann kann ich hier mal alles weglegen, was ich nicht brauche, oder? Machen wir das doch mal. Drillhead. Lace. Noch irgendwas? Briny Head. Wow. Coole Sache, aber. Auch das möchte ich hier hinlegen. First Band. Nee, ja. Hat auch nur Stufe 1. Das legen wir auch mal hierher. Ja, auch dich. So. Ziemlich viel Schrott habe ich aufgehoben. Ja, Pille bestimmt. Okay, dann können wir hier. Frut auf Eden. Wow. 5000. Das ist teuer. Aber wir schauen, was wir noch so alles hier finden. 115, normaler Apfel. Den nehmen wir auf und will ich natürlich jetzt kaufen. Ich weiß nicht, ob man hier Sachen essen sollte, bevor man sie kauft. Ich lasse das lieber. Den will ich auch haben. So, was machen wir jetzt? Ah. Ja. Jemand dabei, Sings? Ja. Gut, wow, diesmal haben wir es geschafft. Ohne, dass wir einen angegriffen haben und dann sterben. Wie es beim ersten Mal passiert ist. Das wollte ich nämlich gar nicht. Oh, jetzt sammeln wir wieder den Schrott hier auf. Ja. Ah, egal. Tue ich jetzt nicht, das lohnt sich gar nicht. Wollte ich eigentlich verkaufen, aber ne, lassen wir. Stattdessen gehen wir jetzt weiter hier alles aufsammeln. Ja, das haben wir doch. Weg mit der UFO-Hand. So, hier ist sonst nichts, oder? Ne. Hier ist ein Gegner. Aber der ist auch schon tot. Ja, so geht das hier mit den Gegnern. Oh, das sind... Ach so, die... Aber verändern die sich mal? Also... Oh, Jefflin ist schon gebürstet bei ihr. Witchhand, hä? Passt sie, oder? Meinen, sie ist doch eine Witch? Six-Inch Drop? Wo sind wir gerade? Bei mir, oder? Hm. Wow, also das ist deutlich besser. Entire Room. Lose in new enemies. Ich nehme aber das für mich. Habe jetzt beschlossen. Und eine Kanone. Genau. Während sie alles hat, was sie braucht. Okay. Aha. What the fuck? Ah, das ist Lilie. Ich dachte schon. Oh, habe ich Lilie schon für einen Feind gehalten? Das tut mir echt leid für dich, Lilie. Und wie es mir leid tut, wirklich. Was haben wir denn hier? Eine Federlanze. RPS.
Nee, brauchen wir nicht. Oh, tut mir leid. So, jetzt. Getting hungry. Was haben wir denn? Brauche ich nicht. Wir nehmen aber jetzt unseren Apfel hier. Wir haben ja zwei, also können wir mal einen essen. Ja, und die Gegner sind hier wirklich alle witzlos. Hovercloud. Na gut. Spike Knuckles. Langes Schwert. Eigentlich will ich mal Chainsaw austesten. Kann ich die auch mal hier sehen? Nee. Toll. Na egal. Auf jeden Fall bin ich in der Wolke. Sehe ich das gerade richtig? Wartet. Wir haben wieder unseren Panzer bekommen gerade, oder? Und in Rang 2. Das ist geil. Aua. Darf ich jetzt bewegen? Ach so, nicht dahin. Toll. Frutt auf Eden. Natürlich packen wir die auf. Aber was nehmen wir weg? Pille, 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 Pille. Ja, eigentlich könnten wir eine Pille wegschmeißen dafür. Ja, wir schmeißen die Pille weg. Und essen die auch gleich. Und dann gehen wir zum nächsten. Ja, wir haben bald die 10 erreicht. Mal sehen, ob es dann so einen Bosskampf oder irgendwas gibt. Oh, Lidiel, du klaust mir die ganze Arbeit. Ja, wir brauchen keine Orbs oder sonst was. Oh, ich habe auf dem Kopf, was trage ich denn? Cursed Band. Lol, und das wird sichtbar als Flamme. Oder als sowas. Das ist ja geil. Oh man, Lilia, das schreckt mich nicht so, indem du hier einfach auftauchst. Ointment. Lol, essen wir lieber. Ja, wie ihr seht, kann man sehr viel essen. Alles gibt mindestens eine N. Oh, das auch. Wenn nicht auch mehr. Jo, jetzt sind wir schneller. Oh, toll. So. Glaube ich zumindest. Sonst wüsste nicht, was Leckmuster bedeuten sollte. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ah, nein, du verdammtes Fallending. Nein, ich mag keine Yummy-Karotten, aber das hatten wir ja schon mal. Da wollten wir. Habe ich die ja weggelegt. Obwohl die Rang 2 waren. Habe ich noch irgendwas? Was, ja, nee. Wir waren schon im Ball. Okay. Dann gehen wir zum nächsten. Ah, läuft ja wie geschnitten Brot, oder? Okay. Ja, erledige die Schwächlinge bitte alle. Wir können ja gar nichts im Moment. Wudenschild. Auch ziemlich geil, eigentlich. Aber die Frage ist, ja, essen wir natürlich hier wieder. Alright, dude. Ja, ja, danke. So, das essen wir auch. Ja, Lilie, du siehst selbst aus in deinem Kostüm. Darf ich dir das mal so sagen? Du bist eine wahre engelsgleiche Person. Nein. Haben wir getötet und würden wieder ein Priniert bekommen, aber irgendwie sind die nicht so toll. Hier ist ein Apfel, aber den holen wir uns später. Warte, egal. Wir brauchen kein Jump Device. Hier gibt es ziemlich viele geile Sachen. Amigo Head. Hanaya Maske. Naja. Oh nee. Ja, danke. So. Wir haben doch hier einen Apfel. Den möchte ich gerne aufsammeln. Oh, ich möchte nicht noch eine Dings hier wegmachen. So, was haben wir hier alles? Nur gutes Zeugs. Naja. Dann würde ich sagen, essen wir den Apfel. Pech, ist eben Pech, wenn man. Aber hier geht's ja gar nicht weiter. Toll. Na gut. Oh, das hat Lilie. War das schon immer so ein Apfelkern? Naja. Wieso habe ich das gemacht? Keine Ahnung wieso, aber. Passiert. So, hier waren wir noch nicht. Hier können wir noch weitergehen, ja. Zu einer weiteren Ebene.
Wo es sogar hier was gibt, ein Apfel. Naja. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, für einen Apfel herzukommen. Aber für einen Gegner. Für einen Gegner lohnt sich, sag ich immer. Nein, ich nicht. Vor allem nicht, wenn man hier noch Schaden kriegt, aber wir sind schon Level 9. Ja. Oder eigentlich erst, weil normalerweise, wenn wir 10 Ebenen bestanden haben, sind wir schon längst Level... Beim letzten Mal waren wir Level 21. Ja, weiter. 10 Flure kriegt man doch locker hin. Armmüssel, ne. Okay, da sind wieder die Fallen, die mir die Hälfte abziehen. Tja, ihr Schwächlinge. Auch wenn ihr mitlevelt. Ihr seid schwach. Richtig schwach. Mama, Mama! Ihr seid so geile Mistviecher. Da essen wir. Die geben immer schön Essen. Eisgauntlet, nee. Ja, mach mal Lilie. Okay, das will ich auch haben. Aber wir haben eigentlich nichts mehr, was wir aufsammeln können. Scheiße, Mann. Schon, was haben wir da? Zwei, da haben wir... Oh, der Tank ist auch geil. Was habe ich denn aufgesammelt? Ach so, so ein Ding, oder? Hm. Tut mir leid, aber obwohl... 2020... Das ist ein Lex, also müssen wir eigentlich entscheiden. 2020-10. Deutlich besser als so ein. Ja, tut mir ja leid, aber... Auch wenn ich den Panzer mehr mag, weil er einfach cool aussieht, das Item ist deutlich besser. Also nehmen wir das lieber. Außer das war Fischkopf. Fischkopf hätte ich gern Rang 2. Okay, wir sind den richtigen Weg zu Anfang gegangen. Wow. Wir werden sehen, ob ich dich brauche, aber jetzt gerade nicht. Ist ja geil. 2500... Stand der EN oder HP? In dem Fall, na... EN, HP wohl. Was eine ziemliche große Menge ist. Ja, wir haben unseren Körper verhärtet und ja, wieder Schaden kassiert. Und das war's schon. Dafür bin ich diesen Weg gelaufen. Wow, ihr seht schon, das hat sich sehr gelohnt. Sehr viel Schaden und alles Mögliche und jetzt... Oh. Naja. Jetzt haben wir noch dieses eine Item, was hier rumliegt. Da. Tummy Potion. Tut mir leid. Obwohl, doch, wir nehmen ihn und tun dafür einfach eine Pille wegmachen. Und essen die nochmal. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in 10. Und haben dann die ersten gemeistert. Die ersten 10 Wege. Und schauen wir mal, was sonst noch so abgeht. Aber die leveln zwar alle mit, aber was bringt mir das bitte? Ihr seid Schwächlinge. Bisher zeigt dieser Martial Arts Dungeon nichts, was ich brauchen würde. Also nur schwach Martin. Okay, es ist ja der Anfang, aber trotzdem, den hätten sie ja... Die haben den so spät, weil sie hatten... Aha. Was ist das? Ein Anreib-Apple? Naja. Okay. Da war ein Gegner und der wurde einfach mal niedergemacht. Slow Orb, Slow Healer, King Toad, Helm. Auch noch Rang 1, ja, brauchen wir auch nicht. Was kann der denn? Bindings. Also irgendwie nicht so gut. Haben wir denn Items, die ich gerade nicht brauche und einfach hinlegen könnte? Ehrlich gesagt, wir haben zweimal Frucht auf Eden. Dann platzieren wir die einfach jetzt hin. Dann habe ich mehr Platz. Okay. Den nehmen wir dafür auf. Und dann haben wir eigentlich alles, oder? Was ist das hier? Mega Beefy. Nee, brauchen wir nicht. Nein, 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 nein. Den kannst du hier wieder hinlegen. Diese Pille brauche ich nicht.
So. Das wären 200, ja. Danke. Ja. Okay, ihr könnt weitermachen. Ja, natürlich komme ich irgendwann wieder zurück. Oh, Mistkerl. Das Item ist verschwunden. Sehe ich das richtig, oder was? Jetfire. Juhu. Wie ich das liebe. Jetpack. Hatte ich vorhin nicht schon ein Jetpack aufgesammelt? Gerade eben also? Hm, scheinbar nicht. Egal, wer... Ja, ja. Und essen. Na gut, dann... Danke, ja, ja. Sicher, ich hatte noch irgendwas aufgesammelt. Turtle Eggs? What the fuck? Die brauche ich nicht. Wieso sage ich ein Dauer, what the fuck? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat sich irgendwann so einge... Tommy Potion, Jetpack, Rang 2. Zum Moon. Ah, so. Okay. Wir gehen mal hier. Ja. Danke. Wir verkaufen gern cooles Zeugs, was wir nicht brauchen. Ja, so sehe ich das. Oh, lass mich in Ruhe. Er verbraucht nur mein Zeugs. Was habe ich? Seth Fleck? Wo ist das denn? Hm. Da sind sie. Trap Evade. So, nee. Brauche ich nicht. Na geil. So, wir gehen weiter. Auch das 10. ist geschafft. Willkommen zu der Karawane, Herr. Während du hier bist, du magst... enjoy, also genießen dieselben Fakultäten, die uns an der Basis möglich sind. Bezüglich oder... Komm. Bezüglich der... Nee, nicht bezüglich. Depending, also... Aufbauen von oder... Ey, wisst schon, ja? Der Tiefe der Ebenen. Also, oder wegen der tiefen Ebenen. Oder der Tiefe der Ebenen. Du magst sogar Bonus kriegen, wenn du die Ausrüstung verstärkst. Ich, naja, empfehle den Schmied. Karawanen können gefunden werden nach jeder 10. Ebene. Und hilft dir, den Dungeon zu reinigen. Zusätzlich auch kannst du wählen, weiter in den Dungeon zu gehen oder die Chance nutzen zu fliehen. Die Gegner werden stärker. Also jetzt zurückzukehren ist eine valide Auswahl. Vergiss das nicht. Und nun, Herr, lass uns relaxen und eine kurze Pause nehmen. Kann ich auch speichern? Nee. Speichern kann ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zucken und ja. Wir werden sehen, wie es dann in der nächsten Dungeon weitergeht. Bis dahin wünsche ich... Also, warte mal. Ach so, ich kann die aber nicht... einlagern, die Items. Okay. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und dann machen wir weiter in dem Kampfkunst-Dungeon und schauen, was ist, was noch so abgeht. Und ob wir noch tollere Items bekommen und, und. Also, freut euch schon mal auf alles Mögliche. Bis dann, alles Gute, viel Spaß und ciao!